Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space und dem Beagle. Also, ich hatte jetzt ein bisschen Hilfe vom Internet und meiner Karte. Die habe ich heftig hart konsultiert. Wir fangen mit dem Abbausektor an. Abbausektor Maschinenraum. Ja, möchte ich hin. Auf meiner Karte waren das irgendwie zwei verschiedene Sachen, aber egal. Im Hangar gibt es angeblich auch eine Mastertür, aber ich weiß einfach nicht, wo da. Vielleicht fahren wir gleich nochmal eine Runde in den Hangar. Wie gesagt, weil ich möchte danach mich komplett auf die auf die Quartiere und die Luxusquartiere konzentrieren, weil ich glaube, dass wir ab da nicht mehr hierhin zurückkommen werden. Abbausektor Maschinenraum. Station bei Abfahrt. So mein Gefühl, dass wenn ich da einmal drin bin, ich da ungern nochmal extra auf dem Schiff rumlaufen würde. Und. Blick auf die Karte. Ich gehe sie hier lang, ich gehe sie da lang, gehe sie hier lang. Wo gehe ich denn genau lang? Da ist drei, da will ich nicht hin. Ich gehe sie hier lang und da ist ein Trepp runter, ne? Trepp runter, ja. Und Etage 4 muss ich hin, ne? Wo die Treppe da runter führt, ne? Genau da muss ich hin. Da komme ich sowieso an dieser Zweiertür noch vorbei. Okay, dann muss ich es nur schaffen, bis hier hinzukommen. Das sollte ja wohl keine größere Herausforderung für mich sein. Ich sag nichts dazu, ist okay. Nein, nicht der Aufzug. Das ist falsch. So, jetzt bin ich nämlich hier und möchte. Na. Ey Leute, ich habe keinerlei. Ist doch offen. Oder? Oder bin ich jetzt falsch gegangen? Nee, ist alles gut. Weiß ich nicht, warum da stand, dass das verschlossen ist, aber sei es drum. Kann mir im Zweifel egal sein. Jetzt bin ich hier unten, gehe nicht durch diese Tür, sondern. Warte mal. Gehe sehr wohl nicht durch diese Tür, sondern bin hier im Raum. Und hier müsste eine Mastertür sein. Sicherheitskarte wird erfasst. Ach so. Das war gar keine. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verraten, wenn ich ehrlich bin. Aber hier lang muss ich, wenn ich zu dieser Zweiertür noch kurz möchte. Ah, du dämliches Baby, ey! Es lebt noch. I, es lebt noch. Mann! Dummes Baby! Jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? Ich bin falsch gelaufen. Was hat der denn für Probleme? Kannst du bitte deine Probleme für dich behalten? Danke. Ich habe meine eigenen Probleme. So. Also, wir haben hier einmal noch Schema für Sauerstofftank. Boah, Leute, Medipacks pur. Und Knoten. Ich habe mich doch gefragt, wo all die Knoten in diesem Spiel geblieben sind. Der Beagle mag das. Wenn ihr mich fragt, war das eine sehr intensive und gute Tür. Jetzt muss ich nur den Weg zurückfinden. Ich meine aber, dass ich damit hier alles habe. Nein, nein. Dass ich mich dabei auch immer vertun muss, ne? Ich meine ja. Ich meine, dass ich hier damit alles hätte. Ich bete zumindest, dass ich alles habe, weil noch tiefer wollte ich nicht ins Schiff vordringen. Ach, guck mal, das sieht doch sauber aus. So. Hier oben hatte ich auch alles. Genau, jetzt muss ich nämlich dahin wieder zurück, um zurückzukommen.
Und dann muss ich in den Abbausektor Etage 6. Also ich gehe hier hoch, hier hoch, hier hoch. Hoffe, dass ich mich immer noch nicht verlaufen habe. Gehe rüber, gehe hier rüber. Er kriegt schon wieder Puls. Ich auch, wenn er Puls kriegt, kriege ich auch Puls. Ach, wartet mal. Ich habe 7000 Novat. Okay. Guck mal, wie viel Sturmgewehrmunition ich habe. Ich habe auch noch so, schon lange nicht mehr so viel Plasma-Cutter-Munition gehabt. Was ist das? Ein Ripper-Upgrade. Wo kriege ich denn eine Werkbank her? Ich kann sogar glatt eine Heilung nehmen. Ha, wie cool. Aber das ist nicht meine Frage gewesen. Meine Frage war ja, wie komme ich zum Monorail? Achso, einfach hier lang. Und wo bekomme ich eine Werkbank her? Nee, nicht das. Diese Geräusche des Schiffs sind so viel schlimmer als alles andere hier. Aber ich weiß, ich kann mit ruhigem Gewissen in die Quartiere gehen. Und was ist hier? Mining Deck. Das ist doch genau da, wo ich hin möchte. Okay. Dann habe ich es nicht weit. Wie ihr seht. Sehr easy peasy. Das machen wir doch einmal kurz. Ja, das war nämlich hier. Wo ich noch sagte, oh, guck mal, ich habe diese Tür freigelegt. Und dann... Ich meine, das... Was? Kommt da was raus? Ey, diese Ventilatoren, ne, die machen mich immer so fertig. Ja, weiß ich. So, jetzt müsste ich... Machen euch diese Ventilatoren auch immer so nervös wie mich? Ich hab... Okay. Ich weiß zwar nicht, was ich benutzt habe, aber egal. Oh, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nicht so gut ausgerüstet wie hier. Jetzt brauche ich nur noch eine Werkbank. Nur noch eine Werkbank, Leute. Ja. Nee. Ich bin falsch gelaufen. Ach, der Beagle und seine Orientierung sind schon 1A. So, hier war das nämlich genau. Dann bin ich nämlich wieder da. So. Was mache ich jetzt? Wie mache ich es jetzt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß es einfach so gar nicht. So, ich möchte zum Hangar. Flugdeck Monorail-Steuerung. Ich weiß nur noch nicht, wo ich hin möchte, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass es da noch eine Masterüberbrückung gibt. Ich weiß aber nicht wo, weil ich sie auf der Karte nicht sehen kann. Und ich behaupte, ich kann sie auf der Karte nicht sehen, weil ich in dem Hangar noch nicht war. Ich muss mal gucken. Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Da ist ja auch was Abgeschlossenes, ne? Ich glaube, ich gebe mir dieses Abgeschlossene an. Da ist ja auch noch eine Tür mit Masterbrückung 1. Wie hier vorne soll abgeschlossen sein? Ich bin falsch gelaufen. Egal. Aber die Bank ist ja auch das, was ich brauche. Mhm. Der Ripper ist nämlich damit fertig. Das Impulsgewehr noch nicht ganz. Der Plasma-Cutter ist fertig. Ich hab schon wieder drei Knoten. Oh, beim Flammenwerfer fehlt uns einiges. Aber es kann auch sein, dass wir das noch bekommen. Also wie gesagt, es gibt ja auch noch einige Truhen und Masterüberbrückungen in den
Quartieren und so. Die Laserkanone ist fertig. Die Energiekanone auch noch lange nicht. Okay. Aber das hier war falsch. Korrekt? Ich kann nicht sehen. Kann ich da runtergehen? Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Wo soll ich denn dann da lang? Genau in die andere Richtung, Leute. Genau in die andere Richtung. Oh, hier ist sogar noch eine... Ich bin verwirrt. Ein bisschen verwirrt bin ich. Gebe ich ganz offen und echt... Bin ich jetzt richtig? Es tut mir leid, dass der Verwirrungsbeetle so hart hier zuschlägt, aber ich kann mich irgendwie offensichtlich an gewisse Sachen hier nicht erinnern. Die Badezimmer, das ist geschenkt. Die interessieren mich nicht. Das hier ist gesperrt, verschlossen. Okay. Ja, dann kann ich das ja auch nicht machen. Bringt mir ja nichts. Ja gut, dann ist das so, ne? Ich hab's versucht, Leute. Dann gehen wir jetzt doch mal zu den Quartieren zurück und verfolgen die Hauptquest. I tried it very hard. Aber wie kann das denn sein? Ich meine, die Tür ist verschlossen und dahinter ist was? Hier ist ja auch noch eine Einser-Dings. Ich glaube, da gehe ich trotzdem noch mal ganz kurz hin. Wartet mal. Wenn ich den Weg finde, gehe ich da einmal noch kurz hin. Also ich gehe dann hier lang. Bis zur Hälfte vor. Ich meine dann hier. Indeed, das ist es. Ich erinnere mich daran so gar nicht mehr. Okay, und hier hinten soll eine Einsatztür sein? Wollte ich die unbedingt übersehen oder was? Anscheinend wollte ich die unbedingt übersehen. Okay, dankeschön. Klappt zwar nicht, dass hier viel drin ist. Wobei doch, genug Kredite, ne? Und ein Knoten. Ah gut, für den Knoten war es das wert. Muss ich sagen. Kann ich hiermit was machen? Nö. Nee, ich gehe wieder hierhin zurück. Isaac, was ist dein Problem? Jetzt kommen wir zu den Besatzungsdecks, weil ich komme ja an die Frachtstation offensichtlich nicht rein. Oh, was machst du denn hier? Mann! Du hast hier gar nichts verloren. Hier ist meine Monorail. Also, Leute, was? Nein. Da möchte ich hin. Oh, warum sind die denn da? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Nächster Halt, Besatzungsdeck. Die Monorail zeigt mir sogar ganz artig an, wo ich lang muss. Ist ja witzig. Also wo ich rauskomme und wo nicht. Ist echt ja gar nichts, okay. Ich bin ja immer noch so froh, dass ich in diesem Raum hier die ganzen Leichen zerschreddert habe, bis auf die eine, die ich anscheinend übersehen habe. Oder die vom Spiel eingefügt worden ist. Denn das wäre ein Massaker geworden. Weiß ich, wo ich hin möchte?
Etage 3. Zeichnen wir mal Etage 3. Was gibt es denn hier auf Etage 3? Ja, ne? Oh, hier gibt's was mit Sternchen, ne? Und hier kann man nicht genau sagen. Aber ich muss irgendwo hier hin. Ich würde sagen, dann machen wir erst Etage 3. Hat sich ja schon gelohnt. Kann es sein, dass ich jetzt gerade nicht mitbekommen habe, dass so ein Arsch hinter mir ist? Ja. Oh Gott, aua! Nochmal, Oh, Das Ding wollte an mich ran, oder? Oh, ist das eklig. Mann! Ihr dämlichen Selbstmörder! Ihr dämlichen, dummen Selbstmörder! Wegen euch habe ich hier Stress! Echt, nächstes Mal, wenn ihr euch umbringt, denkt einfach mal ein bisschen genauer nach! Es ist keine Offenbarung, zu so einem Derp zu werden. Es ist einfach nur eklig. Und wenn ihr das als Offenbarung seht, dann seid ihr vorher schon falsch gewesen. So nämlich. Ah, entschuldigt, Leute. Das war eklig. Und das war's. Hier oben kann ich sonst nichts mehr machen. Von mir aus. Aber Hauptsache, ich habe erstmal alle Leichen erledigt. Wichtig, sehr wichtig. Dann gehen wir halt runter zu Etage 1. Es kommt kein Twinkle Twinkle Little Star mehr. Ich glaube, das wurde im letzten Spiel deutlich inflationärer, also im ersten, im Original deutlich inflationärer benutzt. Ja, Mr. Temple. Wie es scheint, sind Sie jetzt nicht mehr von Nutzen. Ich lebe noch, Mr. Clark. Und dank dieses undankbaren Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Marshall, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tot oder lebendig? Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Ich... Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles, was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken, können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Schade. Oh no. Nein! Scheiße, Vater! Ein langsamer Tod in der Stadt. Ich mach mich mal an, weil natürlich er nun wieder. Ich hau mal vor ihm ab. Aber wohin? Oh Scheiße, wohin? Isaac, ja. Magst du mir verraten, wo wir hin müssen? Warte mal, muss ich vielleicht in den Aufzug rein? Versuch's mal.
Nö, da komme ich nicht hin. Ja, nö. Scheiße, was? Scheiße, was? Was muss ich machen? Hilft mir doch einer. Ich kann ihn aber auffallen. Also, was muss ich machen hier? Diese Schnüpfis hier oben, ne? Wie kriege ich die weg? Wo kriege ich... Ah. Okay, die nächsten sind... Die nächsten sind... Oh Gott, Leute, ich kriege es nicht hin. Ich bin zu nervös. Ich bin viel zu nervös. Ich muss den Aufzug sicherlich freikriegen. Ich weiß aber nicht... Ich weiß aber gerade nicht, wie... Komm schon, ich übersehe doch was. Ich übersehe irgendwas ganz Essentielles. Ich weiß aber nicht, was... Ich irgendwo... Heck, wo sind die denn? Scheiße, Mann! Der ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wie schnell der ist. Au. Okay. Mein Gott, ich muss doch irgendwo diese dämlichen Scheißdreck-Dinger finden. Wo sind die? Oh Gott, und ich drehe immer weiter durch, oder was? Oh, nee. Aua. Okay, das gibt mir zumindest Zeit, nichts zu finden. Oh! Okay, wenn ich schon nichts finde. Würstchen, nee. Nee, nee, nee. Oh, nein, nein, nein. Leute, ich krieg's nicht. Ich krieg's einfach nicht. Ich krieg's nicht. Ah, was ist denn mit dem los? Oh Mann, ich krieg's nicht, Leute. Ich krieg's einfach nicht. Ich krieg es nicht. Ich finde die Scheißteile nicht. Wo sind die? Einen habe ich gefunden. Oh, komm, geh weg mit dir, du Hurensohn. Verdammte Axt doch mal, wo sind die? Ich krieg gerade ein bisschen zu viel, Leute. Ich krieg gerade deutlich zu viel. Ich finde die gerade nicht, Leute. Ich muss jetzt kurz mal eine Pause machen. Das ist mir zu stressig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und gucken mal, wie wir das Ding besiegen. Vielleicht gucke ich auch einfach jetzt nach, wo die Dinger sind. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Haut rein.